Moonball, Episode Nummer 80. Mein Name ist Stefan, das ist das Bonusformat zum kleinen Tennis, wo ich euch erzähle, was bei mir auf und neben dem Platz so passiert. Und ja, es hat sich so ein bisschen was, ich würde sagen, angehäuft, und zwar das Thema, ja, Kommentare in den sozialen Medien. Denn ich habe ja so ein bisschen Video für mich entdeckt. Ich lade Matches hoch, ich lade Ballwechsel hoch. Und ich muss schon sagen, ich bin sehr erstaunt. Na, ich bin eigentlich nicht erstaunt. Ich weiß ja, wie Social Media funktioniert. Zumindest habe ich eine Ahnung davon, wie das heutzutage ist. Dass nicht alles nur Gold ist, was glänzt. Und auch meine Inhalte sind natürlich manchmal schwer zu ertragen, weil ich halt Tennis darstelle, wie es wirklich ist. Und damit meine ich nicht, wie ich spiele, sondern wie auch viele andere Leute spielen. Und ja, das führt anscheinend echt dazu, dass Leute das irgendwie fertig macht zu sehen, wie Tennis wirklich im Amateurbereich aussieht. Denn das Phänomen, was ich ganz oft beobachte, ist, dass die Leute die Leistungsklasse anzweifeln, die ich angebe bei irgendwelchen Ballwechseln, wo gesagt wird, nie im Leben wäre das in unserem Bundesland die Leistungsklasse, oder nein, die ist doch Vielspieler-Leistungsklasse, oder nein, die ist erschummelt oder wie auch immer. Oder ganz die Unterstellung, das ist doch eigentlich nur LK35 gegen LK50, also wirklich so ganz respektierliches Verhalten, würde ich fast schon sagen, weil ja, die LK, die, das ist ja das Lustige, da sind wir uns alle einig, die LK sagt nichts darüber aus, wie stark jemand spielt, also im begrenzten Maße schon, aber jetzt nicht, dass das eine Zahl ist, mit der wir irgendwie was anfangen können und sagen können, Mensch, die und die LK bedeutet, der hat die und die Stärke und kann auf jeden Fall das und das, das ist ja leider nicht so. Aber wer bin ich, dass ich das jetzt wage einzuschätzen, dass Leute nicht doch irgendwie 6 Schläge brauchen, um zu sagen, das ist auf jeden Fall die Leistungsklasse. Deswegen habe ich mal ein paar Trainer gefragt, die sich damit auskennen, die sagen können, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass sie sagen können, was für eine Leistungsklasse ist das oder wie schnell man das einschätzen kann, sondern wie viel Input braucht man eigentlich auch als Trainer, um einschätzen zu können, wie stark jemand ist. Denn oft bei den Kommentaren schwingt halt mit dieses Ding, Leistungsklasse bedeutet, jemand ist so und so stark, obwohl wir uns ja alle einig sind, dass das eigentlich gar nicht das widerspiegelt, aber trotzdem, das ist mal interessant von Leuten zu hören, die wirklich wissen, wie man Stärke einschätzt, wie viele Schläge man dafür braucht oder wie viele Matches man dafür sehen muss. Und deswegen habe ich mal ein paar O-Töne eingesammelt von Leuten, die sich damit auskennen sollten. Die spiele ich euch jetzt vor und würde die einfach auch damit dann die Folge beenden lassen. Denn ich bin kein Experte, der einschätzen kann, wie stark jemand ist, wie gut jemand spielt. Die können das, und deswegen, ja, wünsche ich euch viel Spaß damit. Kommentiert trotzdem weiter, gerne fleißig meine Ballwechsel, egal wie gut oder wie schlecht ihr sie findet. Es ist auch teilweise unterhaltsam. Auch man kann durchaus sich auch über ein paar Sachen lustig machen, so ist es nicht. Und ja, dementsprechend hoffe ich auf weiter viele nette und wertschätzende Kommentare, denn die kommen auch, denn die vergesse ich nicht und die habe ich auch im Kopf und die, an denen ziehe ich mich auch hoch, weil ich sehe schon, dass einige Leute dann doch auch fundiert einschätzen können, was vielleicht auch eine Stärke von jemandem ist, der sehr unorthodox spielt. Denn das ist ja tatsächlich mein Ding. Ich sehe nicht wirklich schön aus auf dem Platz, wie ich spiele, aber gewisse Stärken habe ich doch. Gut, genug geredet, jetzt kommt der wirkliche Inhalt dieser Folge. Hört euch an, was Trainer sagen, wie viele Schläge braucht man wirklich, um einzuschätzen, wie stark jemand ist. Und dann freue ich mich, weiter von euch zu lesen, und ja, kommt gerne in den Discord-Kanal, wo wir weiter intensiv über solche Themen diskutieren können und andere Themen, und erzählt all euren Freunden und Feinden davon, dass es dieses Tennisangebot gibt, das Kleintennis, sei es als Video oder als Podcast. Und dann wünsche ich euch eine wundervolle Zeit auf dem Platz. Hallo Stefan, ich grüße dich. Yannick Schramm hier, alias Schrambini. Ich habe eine MB-Lizenz gemacht, damals an der Sporthochschule in Köln, und bin ja seit über 20 Jahren als Tennistrainer im Freizeit- und im Breitensport sowie vor allem auch im Leistungs- und Profisport tätig. Und meine Einschätzung zu dem Ballwechsel ist wie folgt. Natürlich kann man über einen Ballwechsel eine gewisse Tendenz haben, was für eine LK derjenige spielt. Das einzige Problem ist, finde ich mittlerweile, dass die LK-Rangliste oder die LK-Einstufung nicht mehr wirklich was mit der eigentlichen Spielstärke zu tun hat, sondern hauptsächlich, wie viele Turniere derjenige spielt. Weil wenn man Turniere spielt, selbst wenn man verliert und auch gegen deutlich Schlechteren verliert, kriegt man ja keine LK-Punkte abgezogen. Das heißt, ich fände ein System wie beim Schach, ein Elo-System, sehr sinnvoll, dass man das in irgendeiner Form einführt. Verstehe aber, dass der DTB das nicht macht, weil dann die Motivation ein bisschen genommen wird. So kann man ja, wenn man viel spielt, viel aufsteigen und viel LK-Punkte sammeln. Und man sieht das dem Spieler nicht an, ob der jetzt 50 Turniere im Jahr gespielt hat oder nur 3. Also das ist so ein bisschen die kritische Geschichte dann im ganzen System. Von daher kann man, glaube ich, einschätzen, in welchem Bereich derjenige spielt. Ist dann aber teilweise sehr stark überrascht, wie viel besser dessen LK ist, weil er dann einfach viel gespielt hat. In meinem Fall, ich habe jetzt mittlerweile LK 9 oder sowas. Ich habe einfach super wenig Turniere gespielt. Würde aber selber von mir behaupten, dass ich auf der deutschen Rangliste stehen könnte.
wenn ich jetzt 30 Turniere im Jahr spiele. Und das ist genau das Problem, was das System mit sich bringt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn ich jetzt einen beliebigen Ballwechsel sehe, der über 6 bis 10 Schläge geht, wo man alles ein bisschen sehen kann, dann würde ich schon grob einschätzen können, was der jetzt in einer, in Anführungszeichen, normalen LK-Rangliste stehen würde. Und wenn ich von einer normalen LK-Rangliste rede, dann rede ich von, dass derjenige vielleicht 15 Turniere spielt, dass er seine Medienspiele bestreitet und dann, wie gesagt, darüber hinaus vielleicht noch 10, 12 Turniere im Jahr spielt. Das ist so ein bisschen mein Standpunkt dazu. Und ja, dann viel Spaß damit. Bis dann. Ciao, ciao. Mein Name ist Lukas Lambert. Ich bin DTBA-Trainer und unter anderem auch in der Traineraus- und Weiterbildung tätig. Ich würde gerne Bezug nehmen auf das viel diskutierte Video im Kleines Tennis-Channel und insbesondere auch auf die Kommentare, die dort geäußert worden sind. Die suggerieren ja, man könne bereits nach diesem Video ganz klar einschätzen, dass die LKs, die dort angegeben sind, nie im Leben zu den Spielern passen. Dem würde ich widersprechen wollen. Natürlich schwingt dort eine vielleicht auch nicht ganz unberechtigte Kritik mit am LK-System, in dem man sich ja mittlerweile durch sehr viel fleißiges Turnierspielen auch etwas einfacher nach oben spielen kann, als das vielleicht früher mit den Siegen gegen bessere Spieler noch der Fall war. Die Spielstärke wird ja aber nicht nur durch die LK widergespiegelt, und das anhand eines Ballwechsels schon so klar zu diagnostizieren, finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Natürlich kann ich technische Grundlagen erkennen, die darauf schließen lassen, dass es sich wahrscheinlich jetzt nicht um zwei LK1-Spieler handelt. Andererseits muss man aber auch sehen, dass man bei dem vorderen Spieler schon ein sehr sinnvolles taktisches Grundmuster erkennt, Richtungssteuerung, Längensteuerung, Rückhandslice. Also das ist schon mal, auch was die Schlagsicherheit angeht, relativ gut ausgeprägt. Das ist das, was ich anhand eines Videos sehen kann. Wie leistungsstark die Spieler gegen andere Tennisspieler sind, kann ich nicht sehen. Ich kann nicht sehen, wie das Ganze über sich über ein ganzes Match verhält. Ich kenne keine Fehlerquoten, ich kenne keine konkrete Aufschlagstärke. Das heißt, hier jetzt schon zu sagen, die Spieler sind nie im Leben in dem LK-Bereich, finde ich persönlich schwierig. Zumal mit Sicherheit jeder, der sich selbst schon mal beim Tennis gefilmt hat, die Erfahrung gemacht hat, dass das dann vielleicht doch gar nicht so toll aussieht, wie es sich manchmal auf den ersten Blick anfühlt. Ja. Das von meiner Seite dazu. Hallo, ich bin Johannes Lipsius und ich arbeite als Mentalcoach für Sportler. Zudem bin ich B-Trainer im Bereich Tennis und habe über 10 Jahre eine eigene Tennisschule geführt. Und Stefan hat mich gefragt, ab wann es denn möglich ist, eine Spielstärke eines Spielers ungefähr einschätzen zu können und ob man das vielleicht sogar bereits nach dem ersten Ballwechsel tun kann. Ich kann nur sagen, selbst für ein geschultes Auge ist es auf keinen Fall möglich, nach nur einem Ballwechsel die genaue LK zu sagen. Und das jetzt mal ganz unabhängig davon, was man vom LK-System hält. Das geht ganz allein aufgrund vieler verschiedener Faktoren, die gerade am Start eine Rolle spielen, einfach nicht. Da gehören Faktoren dazu wie Nervosität, wie hat sich ein Spieler warm gemacht und so weiter. Zudem ist es so, dass viele Spieler einfach auch im Verlaufe eines Matches besser werden, sodass der Beginn eines Matches in den seltensten Fällen sowieso nicht aussagekräftig ist. Das kennen wir sogar von den Profisportlern. Dabei ist auch eine Sache wichtig. Viele Leute verwechseln oft eine unsaubere Technik mit Nichtskönnen. Viele Leute sehen einen Spieler und der hat vielleicht nicht die schönste oder nicht die beste Technik und sagen, ja, der kann nichts. Der kann niemals LK, was weiß ich, 15, 16 oder 17 haben. Dabei ist bis zu einem gewissen Grad die Technik noch gar nicht so entscheidend. Wenn ich jemanden habe, der ein sehr gutes Ballgefühl hat und der einfach weiß, wie er 10-mal den Ball übers Netz ins Feld bringt, dann kann das vielleicht total komisch aussehen. Aber der wird erstmal einige Spieler schlagen. Und so kann es schon sein, dass Spieler mit LK 15, 16 vielleicht nicht das wunderschönste Tennis spielen, aber trotzdem eine Berechtigung haben, diese LK zu haben, weil sie einfach vielleicht fitnessmäßig schneller sind, und einfach vielleicht ein gutes Ballgefühl haben. Außerdem möchte ich noch einen Rat aus mentaler Sicht geben. Urteilt oder beurteilt Personen bitte nicht, wenn ihr sie nicht kennt oder sie noch nie spielen gesehen habt.
Die Leistung eines Spielers ist von so vielen Faktoren abhängig, wie Tagesform, Nervosität, aber auch mentalem Zustand. Vielleicht geht es einer Person psychisch einfach gar nicht gut und sie kann deswegen an diesem Tag gar nicht gut spielen. Und das wissen wir aber einfach nicht. Und deswegen ist mein Rat, urteile niemals über eine Person, wenn du nicht schon mal selbst in ihrer Position gewesen bist. Huch, da bin ich doch mal. Ein Statement fehlt nämlich noch, und zwar von einem anderen Trainer, den ich sehr schätze. Das wird aber in einer anderen separaten Folge geschehen, auch mit einer, sagen wir mal, regulären kleinen Tennisausgabe. Es wird wieder mal ein Interview geben, das wird zeitnah kommen, und da reden wir nochmal sehr dezidiert über das Thema, wie gut und wie schnell kann ich Leute einschätzen, wenn ich sie im Internet spielen sehe, plus was kann ich vielleicht sogar im Internet lernen und was sollte ich lieber nicht lernen. Freut euch darauf, aber bis dahin noch ein wenig Geduld und viel Spaß auf und neben dem Tennisplatz.